Herzlich willkommen in der neuen Ausgabe des Ninjago-Magazins. In dieser Ausgabe dreht sich alles um die neue Welt von Ninjago und ihren fünf Helden. Das ist hier die Nummer 97. Ich muss das Video tatsächlich noch mal ein zweites Mal drehen, weil beim ersten Mal hat in der Aufnahme was nicht geklappt. Deswegen sind diverse Sachen schon offen, aber schauen wir noch mal gemeinsam rein. Wir haben hier ein Package für die Karten. Wir haben hier zwei Exklusivkarten. So, finde ich ziemlich gut gemacht. Dann schauen wir doch mal ins Heft selber rein. Hier haben wir noch die Papierverpackung von Lloyd, die natürlich schon offen ist. Ist auch vorne mit drin gewesen. Und dann ein Poster, das schauen wir uns später an. Hier noch eine kleine Aufbauanleitung. Hier so ein bisschen Rätselspaß. Kleine Werbung für das Minecraft-Magazin. Ein hübsches Comic, aber da blättern wir mal weiter, solltet ihr euch selber in Ruhe anschauen. Ziemlich gut geworden. Hier nochmal für den Ninjago Abo. Ja, ziemlich langes Comic. Hier dann Team Triumph. Hier könnt ihr eure eigene Ninjago Story zeichnen, kreieren, wie ihr wollt. Dann alles nochmal zu den Trading Cards. Nochmal hier ein kleiner Fragebogen, wo ihr auch was gewinnen könnt. Hier dann nochmal die Vorschau für das nächste Magazin, das war am 24. Januar erscheint. So, schauen wir uns mal das Poster an. Da haben wir einmal den Sam X Mech. Finde ich sehr gut gelungen. Auf der anderen Seite ist Kai. Ja. Wirklich auch mit den ganzen Farbauswahl und den Schriftzug finde ich eigentlich tatsächlich gar nicht so groß. Also nicht zu groß, sondern genau richtig. Haben sie wirklich richtig, richtig gut gemacht. Werfen wir noch einen Blick auf die Karten, die mit dabei waren. Hier die Spielregeln. Nichts Besonderes, lasse ich jetzt mal außen vor, ist nichts interessant. Mal kurz einen Blick drauf werfen mal. Dann hätten wir als erstes hier eine Puzzlekarte. Dann haben wir den Einbrecher. Dann ein antikes Gemälde. Rosa und Orange. Und zu guter Letzt noch eine Holo-Karte. Ja, ziemlich cool. Dann haben wir noch die Papierverpackung. Wie gesagt, ist schon aufgebaut gewesen. Ich möchte euch auch natürlich nicht vorenthalten. Einmal den goldenen Lloyd. Ja, wie gesagt, also den Teilen ziemlich gut. Der Stab wirklich ziemlich mächtig, hätte vielleicht ein Ticken kleiner sein können. Das ist tatsächlich auch schwierig mit dem Stehen. Geht auch nur, wenn er hier unten drauf steht. Aber sonst wirklich genial gelöst. Also ja. Erzählt mir doch einfach mal, was ihr von dem Magazin haltet.